Hallo Lieben, hier ist Maxi von der Altona Silberwerkstatt. Ich zeige euch heute die Unterschiede der Nottingham Tactical Stifte, die wir haben. Einmal alle vier Modelle. Ich gehe jetzt nicht auf die einzelnen Größen ein, sondern nur auf die technischen Features. Es gibt ja noch unterschiedliche Größen, teilweise auch Materialien, aber das, um es so einfach wie möglich zu halten, fangen wir an mit dem T-Clicker. T-Clicker ist der erste Stift, den Nottingham Tactical auf den Markt gebracht hat. Du erkennst ihn daran, dass er hier ganz schier ist. Und er funktioniert wie ein Kugelschreiber. Ganz klassisch. Der T-Clicker hat die... hier in dem Stift ist alles aus Metall. Das bedeutet aber auch, dass der Mechanismus ab und zu mal neu gefettet werden muss. Es gibt einen zweiten. Da ist jetzt hier, achte nicht aufs Muster, ich habe jetzt bewusst unterschiedliche Muster gewählt, damit du den Unterschied besser erkennst. Das ist eine Sicherheit. Du klickst ihn einmal rein, kannst ihn aber nur wieder lösen, indem du den hier klickst. Rein und klicken. So, das heißt, er ist einmal gelockt, sagt man, einmal gesichert. Deswegen heißt er Single Lock. T-Clicker, T-Button wegen dem hier und Single Lock. Jetzt kommt's. Es gibt auch noch einen Double Lock. T-Button, Double Lock. Du erkennst ihn daran, siehst du hier? Den kriegst du nicht runtergedrückt. Rechts der Single Lock schon. Der Double Lock ist zweifach gesichert. Einmal, das ist eine geniale Sicherung, dass er dir nicht in der Hosentasche aufgeht. So, reindrücken, jetzt ist er quasi, jetzt kannst du ihn benutzen. Mine geht auch nicht wieder rein, ist auch nochmal gesichert und Double Lock. Rein, raus. Hier nochmal der Single Lock im Vergleich. So. Und dann zu guter Letzt der sogenannte Lead Slinger. Lead Slinger heißt ja, ist der Bleistift. Ja. So, das waren alle vier Grundmodelle, die es derzeit gibt von Nottingham Tactical, einmal im Schnelldurchlauf gezeigt. Vielen Dank, ihr Lieben. Bis bald. Tschüss.